Auch die Sportreporter haben sich lange gegen den Frauenfußball gewehrt. Welche Mädchen und Frauen zieht es überhaupt zum Fußball? Sie, um einige Energien, ein paar Pfunde loszuwerden? In heißen Höschen, die mancher schon zu heiß sind. Sie, vielleicht in der Hoffnung, die weite Welt des Fußballs verbreite angenehmere Düfte als die des Kochtopfs. Aber nach einem Anfangsinteresse schläft das dann bald ein. Und da stehen nur noch die Freunde da und die Väter vielleicht und die Mütter und sagen, ach guck mal, unser Else läuft hier nicht hübsch. Doch das Interesse am Frauenfußball bleibt. Und den Journalisten bleibt nur Spott. Was so ein richtiger Fußballbomber ist, hat mehrere Gegner, aber auch mehrere Bälle. Die Fachwelt sagt, diese Frauen seien prima Ballerinnen. Prima Ballerinen sind mir lieber. Junge, ja, die brauchen sich gar nicht aufzuregen, die Zuschauer. Die Frauen waschen doch ihre Trikots selber. Wenn die Männer in Schlamm fallen würden, das wäre schlimm, denn da müssen die Frauen zu Hause waschen. Ja, und Decken, nicht Tischdecken, richtig. Manndecken, so ist recht. Die Sprüche ändern sich kaum. Frauen spielen, Reporter gaffen. Auf diese wohlgerundeten Beine setzt man im Ahrtal sportliche Hoffnungen. Und sie tragen das rot-weiße Trikot mit derselben Grazie wie ihre Kleider. Von muspelbepackten, unweiblichen Waden kann, wie man sieht, wohl nicht die Rede sein. Ja, und zur gleichen Zeit ist die Elf aus Bad 9a Ahrweiler unterwegs nach Turin. Auf den ersten Blick sieht's mehr nach einer Modenschau für Stewardessen aus. Aber in Turin zählen Tore und nicht Oberweiten. Doch für Männer zählen die Oberweiten. Und auch deshalb dürfen Frauen Fußball spielen. Einige Männer sind gern Fußballbräutigam. Außerdem, Eva bleibt Eva. Wenn die Damen Fußball spielen möchten, bitteschön. Ich habe